Jay Gurudev. Marion und Erika, ihr seid die Ersten zu meinem Live-Video. Und da werde ich gleich beginnen zu dem Thema transzendentale Meditation. Christi schrieb mir: Lieber Peter, du sprichst des Öfteren über die transzendentale Meditation. Das interessiert mich sehr. Wie funktioniert die transzendentale Meditation genau und wie muss ich vorgehen, um in diesen Zustand zu kommen? Herzlichen Dank im Voraus für deine Unterstützung, Christina. Ja, ich werde mal ganz kurz, weil ich auch noch ganz andere Anfragen dazu bekommen habe, zu dem Thema, so einen kleinen Überblick geben, bevor ich auf die Technik zu sprechen komme, wie die transzendentale Meditation genau funktioniert. Das sind die transzendentale Meditation spricht eigentlich alle Lebensbereiche an. Deshalb ist sie für jedermann gut. Die Lebensbereiche zum Beispiel, wenn wir unser geistiges Potenzial betrachten, da beziehen wir uns ja darauf, wenn wir Erfolg haben wollen, wir wollen intelligent sein, wir wollen gut handeln können, eine klare Übersicht haben, erfolgreich in unserem Beruf sein, die Kinder erfolgreich in der Schule sein und vor allen Dingen auch das Pensum schaffen, dass man nicht gestresst wird. Aber heute ist das so, in unserer schnelllebigen Zeit, dass die Anforderungen gerade so auch mit der Computertechnologie und all die anderen Dinge im Leben, dass wir einfach überfordert werden. Kinder werden überfordert, weil der Stoff zu viel ist, zu umfangreich ist. Und der Stress wird überall größer, wird immer mehr, wird mehr, mit mehr. Die Anstrengungen werden immer größer, damit wir das Leben bewältigen können. Und wenn unser Behälter, sagen wir mal so, unser Behälter, unser Verstand, unser geistiges Volumen, nur einen gewissen Umfang hat und die Menge an Informationen, die wir bekommen in unserer Ausbildung, in unserem Leben, so Kinder in der Schule, Studenten an der Uni, im Berufsleben, überall kommen Informationen rein, rein, rein und die müssen alle von uns verdaut werden, verarbeitet werden und umgesetzt werden. Das ist also ein Riesenpaket, so viele, viele, viele Informationen, die wir immer jeden Tag jeder zu bewältigen hat. Und so erleben wir ja auch schon bei Kindern und auch bei Studentinnen und Berufstätigen immer wieder, dass sie überfordert werden, dass ihnen das zu viel wird. Dann hört man was vom Burnout. Einfach. Es wird nicht mehr gehandhabt, das Ganze. Und es macht auch keine Freude, dass viele lernen oder studieren, das nicht mit so viel Freude verbunden, wenn man etwas macht, egal was man macht, es sollte Freude machen. Es sollte eine gewisse Begeisterung hervorrufen. Die Kinder müssen gerne in die Schule gehen. Die Studenten müssen gerne an die Uni gehen und studieren und müssen Freude haben. Und auch Berufstätige, nicht egal, Hausfrauen, alle müssen Freude haben am Leben. Also nicht nur sich darauf freuen, wenn man ins Rentenalter kommt und sagt, ja, dann habe ich die ganzen Probleme nicht in der Backe, ich stehe nicht mehr so unter Druck und nicht unter Zwang und muss so viel Leistung erbringen. Nicht jeder Tag. Jeder Tag, jeder Moment sollte von Freude begleitet sein.
Aber wenn wir jetzt unser Leben betrachten, ist da Freude? Gehen die Kinder wirklich aus Freude zur Schule oder gehen die nur zur Schule, weil der Gesetzgeber es vorgeschrieben hat, dass jeder in die Schule gehen muss in Deutschland? Und das ist so ein Zwang, nicht? Da fängt es schon an. Die Kinder werden gezwungen zu etwas, wozu sie keine Lust haben. Und das geht weiter. Sind wir Student? Manchmal studiert man, weiß gar nicht verrecht, was man studieren soll. Dann überlegt man, kann ich auch damit Geld verdienen? Da studiert man nicht unbedingt ein Fach, wo man sich hingezwungen fühlt. Da ist der Verstand da drin, nein, der Vater ist Arzt, jetzt muss ich auch Arzt werden. So ein rationales Denken ist da drin so, aber kein Denken, was vom Herzen kommt, von der Freude. Oh, das möchte ich gerne studieren. Und denn auch das, was man studiert, das ist ja so trocken und so leblos und auch befremdend. Und man spürt, wenn man studiert, Kinder, Schule, Eltern, überall. Immer, wir müssen immer neuen Stoff aufnehmen, mehr lernen, um in der Kommunikation gut zu sein, um im Berufsleben gut zu sein. Aber das ist alles, was wir lernen, was wir machen, ist so trocken. Es macht auch gar keinen Spaß. Und warum macht das keinen Spaß, das Lernen in den Schulen? Weil unser ganzes Bildungssystem aus der Steinzeit kommt. Die haben gar nicht begriffen, die Lehrer, die Regierung, dass es nicht darum geht, dass man viele Fakten abspeichert und dann, wenn es gebraucht wird, dass man das dann abruft, sondern die müssen erstmal lernen, dass man das, was man lernt, dass man dazu einen Bezug hat, dass da eine Verbindung ist zu mir selbst. Wenn ich jemandem Blumen schenke, dann mache ich das, weil ich die Blumen lieb hab und gerne habe und die Farbenfreude da ist. Und ich die Farben sehe und da freue ich mich drüber und dann schenke ich Blumen. Und genauso muss das mit all dem, was wir lernen müssen in der Schule, da muss Freude entstehen, wenn wir uns damit beschäftigen. Aber wir haben nie Freude am Lernen, wenn wir zu dem, was wir lernen, keinen Bezug haben. Und deshalb, alles, was wir lernen in der Schule, während des Studiums, am Arbeitsplatz, da müssen wir eine Verbindung haben zu uns selbst. Das gibt eine Schule in Fairfield, Iowa. Da studieren so, denke ich, so 2000 Leute aus aller Welt. Und wenn die zum Beispiel Biologie, das Fach Biologie, kannst auch Mathematik nehmen, Anatomie, alle Bereiche, alle Disziplinen nehmen, die Studentinnen haben immer einen direkten Bezug zu sich selbst mit dem Stoff, den sie hören, den sie lernen und wo sie auch die Prüfung dann machen sollen. Die haben immer einen Bezug zu dem, was sie lernen, zu sich selbst. Und deshalb macht das Lernen und das Studieren Freude. Und das fehlt an den Schulen. Überall. In allen Ausbildungseinrichtungen fehlt die Freude. Die Freude zu lernen. Die Freude zu erkennen, das hat etwas mit mir zu tun. Und deshalb ist das alles, was wir so lernen, mit Stress verbunden. Weil wir keinen Bezug haben. Und wenn jetzt jemand beginnt, zum Beispiel durch die transzendentale Meditation, zu sich selbst zu kommen, dann ist es so, wie man mit einem Pfeil und Bogen ist, so dann zieht man die Sehne ganz zurück
Und wenn eine genügende Spannung da ist, dann lässt man die Sehne los und der Pfeil fliegt zum Ziel. Und das passiert bei uns auch. Wir ziehen unseren Geist ganz zurück, transzendieren, transzendieren. Und dann kommen wir in Kontakt mit der kosmischen Intelligenz. Und mit dieser kosmischen Intelligenz gehen wir in die Aktivität. Das heißt, wir werden intelligenter, kreativer, entspannter. Also wir sind nicht so unter Spannung. Wir sind entspannter, wenn wir erst den Pfeil zurückziehen. Wenn wir erst unseren Geist zurückziehen in die Stille und dann rausgehen in die Aktivität. Eine andere Analogie ist auch so, die finde ich auch ganz schön so, mit der Welle und dem Ozean. Nicht das, oder Wellen, nicht? Das sind die Wellen auf dem Ozean. Und die Wellen sind immer in Kontakt mit dem Ozean. Und wenn wir ganz große Wellen haben, dann ist da mehr Ozean drin enthalten. In jeder Welle ist mehr Ozean enthalten, ist mehr Wasser drin enthalten. Und das Gleiche passiert bei der transzendentalen Meditation. Wenn du eintauchst und zu dir selbst gehst, dann kommst du in Kontakt mit dir selbst, mit dieser reinen Intelligenz. Und das ist so wie der Ozean, der jetzt große Wellen hat, große Kraft hat, intelligenter ist. Und das passiert mit unserem Geist auch. Wir gehen zurück zur Quelle, da wo die Gedanken herkommen. Und da die Gedanken kommen aus diesem stillen Ozean. Und die Gedanken, die sind sehr kraftvoll, wenn man die Gedanken direkt an der Quelle der Gedanken wahrnimmt. Und wenn wir dann rausgehen in die Aktivität, dann haben wir sehr kraftvolle Gedanken. Und sehr intelligente Gedanken. Ein Gedanke setzt sich immer zusammen aus Energie und Intelligenz. Und wenn wir jetzt in Kontakt mit uns selbst kommen, mit dieser reinen Intelligenz, dann ist jeder Gedanke voll aufgeladen mit dieser reinen Intelligenz, die jetzt zur kreativen Intelligenz wird, wenn sie sich ausdrückt, nicht die reine Intelligenz drückt sie aus, wird zur kreativen Intelligenz. Und diese ganze Kraft, diese unendliche Kraft, die im Sein ist, in der Transzendenz ist, damit wird der Geist getränkt oder durchdrungen. Das Optimale ist, wenn wir unser Geist ganz in Kontakt mit dem reinen Bewusstsein, mit der reinen Intelligenz ist. Denn ist jeder Gedanke, der aufkommt, ein intelligenter Gedanke und ein kraftvoller Gedanke. Und Gedanken sind notwendig für unsere Handlungen. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu Mathematiker sind, nicht, und irgendwelche Zahlen da zusammenbringen müssen, nicht, und was kalkulieren müssen, oder Architekt, der ein Haus bauen soll, dann ist es gut, dass er diese kraftvollen Gedanken hat, um sie in Handlung umzusetzen, dass letztendlich so ein Haus entstehen kann. Und da können wir jeden Beruf nehmen. Kinder, die jetzt das auch machen, so in Kontakt mit sich selbst kommen, dann wird der Behälter größer und die haben nicht mehr den großen Stress, die ganzen Informationen aufzunehmen, den ganzen Lernstoff aufzunehmen, zu verarbeiten und wiederzugeben, vor allen Dingen zu den Prüfungen. Und wenn wir überfordert werden, da kommt Angst rein. Deshalb haben Kinder Angst, in die Schule zu gehen, sind überfordert. Studenten überall. Überall, wo wir überfordert werden, kommt Angst, es nicht zu schaffen. Wir betrachten das ganz normal, aber das ist nicht normal.
Weil wenn wir Angst haben, da zieht sich bei uns alles zusammen. Ich kannte mal auch in meinem Studium jemanden, der hat so gut gelernt und so war so gut immer. Und in der Prüfung, da fiel ihm nichts ein. Ist gar nichts gekommen. Der war so in der Angst, da hat sich sein Gehirn und alles so, sein Körper, so alles zusammengezogen. Kam nichts raus. Das geht vielen, das war jetzt extrem, und das geht vielen so, einfach durch die Überforderung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dafür sorgen, dass unser Geist, unser geistiges Potenzial gefördert wird, damit wir mit allen Anforderungen gerecht werden können. Und um einen klaren Geist zu haben, einen kreativen Geist zu haben und um erfolgreich zu sein, müssen wir gesund sein. Der Körper muss gut funktionieren. Der muss diese Information, die er hier bekommt, vom Geist umsetzen in Handlungen. Und was passiert, wenn wir jetzt die transzendentale Meditation praktizieren, da gehen wir dahin, wo mehr Stille ist. Unser Geist, die Gedanken werden weniger und wir kommen immer mehr in die Stille, mehr in die Stille, Stille. Und der Körper, wenn der irgendwas hat, wo Stress zur Verspannung sind, wo die Nerven verspannt sind, die können sich dann am besten regenerieren durch die Stille, die wir in der Meditation erfahren. Und deshalb ist es immer gut, morgens und abends 20 Minuten zu meditieren. Da haben wir morgens, tauchen wir ein und da erfahren wir eine Stille, die tiefer ist als im tiefsten Tiefschlaf. Da gibt es über viele Messungen drüber. Die beweisen über 600 Messungen, inzwischen schon 700, die beweisen, was passiert, wenn man die transzendentale Meditation praktiziert. Und so kann man sehen, dass die Stille so tief ist, tiefer als im Tiefschlaf, wo denn Stress und Verspannung sich auflösen können. Die Ursache von Krankheiten, die wird dann aufgelöst, ohne dass man sich um die Krankheiten kümmert. Weil wenn wir in Kontakt mit uns selbst sind, dann kommen wir mit der kosmischen Intelligenz in Berührung. Und die kosmische Intelligenz, die weiß genau, was wir brauchen. Die ist besser als jeder Doktor. Weil alle Informationen, die wir so im Äußeren finden, auch im Gesundheitsbereich, die sind alle in uns selbst. Und wenn wir jetzt in Kontakt mit uns selbst kommen, dann haben wir den besten, größten, intelligentesten Doktor, der uns das gibt, was wir brauchen. Das heißt nicht, dass wir jetzt keinen Doktor mehr brauchen. Nein, aber wir kommen, wenn wir in uns selbst sind, in Kontakt mit uns selbst, in Kontakt mit unserem inneren Doktor, dann kriegen wir auch die Informationen, die wir im Äußeren brauchen. Einmal kriegen wir die Stille, die sehr tiefe Stille, wo der Körper sich sehr schnell regenerieren kann. Und dann kriegen wir so durch unseren Geist so die Gedanken, die uns helfen, damit wir schneller gesund werden. Das kann eine Massage sein. Kann ein Gespräch sein, kann auch ein Doktor sein, kann irgendwelche Kräuter sein, die wir zu uns nehmen. Alles das, weil wir kriegen immer das Beste, wenn wir in Kontakt mit uns selbst sind. Weil die Natur unterstützt uns. So, jetzt haben wir so das mal geguckt, so, was passiert so mit uns, so nicht das geistige Potenzial. Denn der Körper wird gut regeneriert und erneuert, verjüngt, verschönert.
Und dann merken wir auch, dass unser Umfeld sich verändert. Weil wir verändern uns einfach total dadurch, wenn wir mit uns selbst in Kontakt sind. Und das hat eine Auswirkung auf unsere Umgebung, auf unser soziales Verhalten. Das heißt, wie bin ich mit anderen Menschen? Wie bin ich mit den Tieren? Wie bin ich mit den Pflanzen? Wenn ich nicht in Kontakt mit mir bin, dann habe ich gar nicht so die Empathie für andere. Dann spüre ich gar nicht so recht, was der andere braucht und was ihm gut tut, wodurch er Freude bekommt. Aber bist du selbst mit dir im Reinen, mit dir im Kontakt, wo die kreative Intelligenz jetzt zum Ausdruck kommt? Gute Gefühle entstehen, Freude ist da, was ich sagte, was das so wichtig ist beim Lernen auch, um Informationen zu verarbeiten. Freude, Friede, man ist im Frieden und all das drückt sich auch in unserem sozialen Verhalten aus. Und wir kennen das ja, wenn ich nett bin zu meinem Nachbarn, dann ist der Nachbar auch nett zu mir. Wie du siehst, so wirst du ernten. Wir müssen nicht uns irgendwie schulen, irgendwelche Kurse besuchen, um ein besseres soziales Verhalten zu bekommen. Weil wenn wir bestimmte Charakterschwäche haben oder nicht so ein gutes Elternhaus hatten, wo man vielleicht gelernt hat, wie man sich benimmt oder wie man sich nach außen hin verhält. Da werden wir reinste Wunder erleben, wenn wir jetzt in Kontakt mit uns selbst sind, wie sich das Verhalten verändert. Und das ist, und die Umgebung reagiert doch, wenn die Freunde werden sagen, was ist mit dir denn passiert? Du warst immer so brummelig oder so gereizt in bestimmten Situationen. Und jetzt bist du so ausgeglichen. Vorher warst du so ängstlich. Wo sind denn deine Ängste geblieben? Du warst so scheu, hast nie den Mund aufgemacht und jetzt bist du so ganz umgänglich, man kann mit dir was anfangen. Ohne dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, dass ich jetzt anders werden will, passiert eine große Veränderung im ganzen Wesen, im Ausdruck, wenn man in die Ordnung des Kosmos kommt. Der Kosmos ist, der ist geordnet. Die Planeten so, die bewegen sich alle in geordneter Weise, weil die alle im Einklang mit der Natur sind, weil sie alle aus dieser Transzendenz gelenkt und gesteuert werden. Und genauso ist das mit uns. Wenn wir jetzt in Kontakt mit uns selbst sind, dann sind wir, kommen wir anfangs, ich sag mal, immer mehr und mehr. Und wenn wir ganz im Einklang so oder mit uns selbst sind, ganz mit uns selbst sind, dann sind wir völlig im Einklang mit der Natur. Und dann ist unser Verhalten immer in einer Form, die passend ist und angemessen ist zur Umgebung. Und das ist ideales soziales Verhalten. Und wenn wir weiter gucken, jetzt haben wir gesehen, unser Geist wird klarer, unsere Gesundheit wird besser, unser soziales Verhalten wird sehr viel besser. Das hängt alles zusammen. Geist, Intelligenz, Kreativität, Gesundheit, nicht? Sind wir nicht gesund, ist unser Geist nicht klar. Weil die Gesundheit hat einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Funktionsweise der Gehirnzellen. Und umgekehrt genauso.
Nicht das, also der Geist muss gut funktionieren, dann wird der Körper besser funktionieren. Wenn der Körper gut funktioniert, wird der Geist besser funktionieren. Weil da gibt es so eine Koordination, nicht? So eine Wechselbeziehung zwischen Körper und Geist. Und genauso gibt es eine Wechselbeziehung von uns zur Umgebung. Und das ist das soziale Verhalten, nicht? Wie wir uns sozial verhalten anderen gegenüber. Und hier geht es aber weiter. Weil wir sind nicht in Isolation. Wir sind mit allen Menschen, die es gibt, mit allen Tieren, mit allen Pflanzen auf einer bestimmten Ebene verbunden. Das heißt, wenn ich in Kontakt mit mir selbst bin, da wird mein System geordnet, mein Geist wird geordnet, mein Körper wird geordnet, mein soziales Verhalten wird geordnet und es hat einen Einfluss auf das kollektive Bewusstsein der Welt. Zunächst werden wir das merken in unserer Umgebung. Das kollektive Bewusstsein in unserer Umgebung verändert sich, weil wir in Kontakt mit uns selbst kommen. Das heißt, wir haben einen unmittelbaren Einfluss auf die ganze Welt. Alles, was so in der Welt passiert, das sind, wir denken immer so, das sind die Regierungsleute. Jetzt haben sich da 29 Oberhäupter von der NATO in England getroffen. Heute haben sie sich da getroffen. Und sind heute Abend bei der Königin eingeladen. Und die bestimmen sozusagen über Friede und Krieg, sagen wir. Aber in Wirklichkeit bestimmt das Kollektivbewusstsein darüber, was passiert in der Welt. Kollektivbewusstsein, jeder hat so sein Bewusstsein. Und wenn zwei Leute zusammen sind, dann haben die ein gemeinsames Bewusstsein, nicht? Dass also einmal das individuelle Bewusstsein ist da und jetzt sind die zwei da, dann haben die so ein etwas übergeordnetes Bewusstsein, das ist schon ein kollektives Bewusstsein. Und wenn wir jetzt eine Stadt haben, dann hat diese Stadt auch ein Bewusstsein, das Stadtbewusstsein. Oder nehmen wir erstmal die Familie, nicht so deine Frau, deine Kinder, dein Mann. Habt ein Familienbewusstsein, das ist ein kollektives Familienbewusstsein. Und wenn einer dafür sorgt, dass er transzendiert, zu sich selbst geht, dann hat das einen unmittelbaren Einfluss auf alle Familienmitglieder. Wenn man, und das wisst ihr auch, das könnt ihr selbst erfahren, wenn ihr zum Beispiel gerädert seid, seid wütend, ärgerlich, und dann kommt ein Partner zu dir, du brauchst gar nichts sagen, aber der spürt dein Ärger, deine Wut und schon verändert er sich, weil ihr miteinander verbunden seid. Auf der feinsten Ebene ist dann auch die nicht ausgedrückte Wut und Ärger, sind andere Schwingungen, sind andere Schwingungen. Wir sind alle, ist alles Schwingung, Wut, Ärger, Gedanken, alles sind Schwingungen, unser Körper ist Schwingung. Und auf der feinsten Ebene, da schwingen wir so mehr schon in diesen fast unmanifestierten alle in einer Form. Und wenn einer nur jetzt Ärger, Wut verspürt, dann hat das einen Einfluss auf all die anderen. Und so können wir auch sagen, das kollektive Bewusstsein der Welt, das heißt, alle Menschen sind jetzt verbunden mit diesem kollektiven Bewusstsein. Und wenn jetzt immer mehr Leute jetzt so meditieren, transzendieren, und dann sind da gute Schwingungen, ist nicht möglich, dass man, war auch die Frage, fällt mir gerade ein, in Facebook, ob man dann negativ sein kann, wenn man transzendiert. Nein, ist nicht möglich, weil da die kosmische Schwingung ist, diese kosmische Ordnung. Und wenn wir jetzt
unseren Geist so expandieren, erweitern, 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 dann kommen wir in dem Bereich, wo die Formen aufhören. Alle Formen so, nicht die Welt, nicht so, alles so, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, das sind alles Formen, nicht? Und dadurch können wir uns ja auch nur so austauschen, kommunizieren miteinander. Und jetzt meditieren wir und dann hören all die Formen auf und kommen dann in dieses Feld, in dieses einheitliche Feld. Einheitliche Feld heißt, alles wurde vereint zu diesem einen Feld. Und wenn wir da jetzt meditieren und die Schwingung von Sanskrit-Mantra, das da bewegt jetzt dieses Feld, dann sind alle davon betroffen. Auch die Planeten sind davon betroffen. Die Meere, die Wälder, alles wird beeinflusst durch diese Schwingung. Da gibt es jetzt auch Versuche, da habe ich selbst mitgemacht, da war ich 1984 oder 83, 84, in Fairfield, Iowa, USA. Da waren wir 8000 Leute zusammen, über 8000. Und das ist genau die Zahl, das ist so die Quadratwurzel von 1% der Weltbevölkerung. Und wenn 8000 Leute zusammenkommen und dieses TM, diese transzendentale Meditation und das TM-Siddhi, die Siddhis praktizieren, dass so eine starke Geordnetheit jetzt bei denen, die das machen, und dadurch, dass sie jetzt verbunden sind oder waren da mit diesem einheitlichen Feld, wo alles miteinander verbunden ist, dann hatte das eine positive Wirkung auf alle Menschen in der Welt. Das sind Phasen, deshalb auch 8000. Man muss genau diese Zahl haben. Das ist genauso wie bei der Milch. Wenn man Milch kocht, da braucht man eine bestimmte Hitze, damit die überkocht. Das ist so ein Phasenübergang. Nicht die Milch brodelt, so brodelt, brodelt, brodelt. Und plötzlich ist so eine Hitze erreicht und dann kocht die Milch über. Und genauso kann man das verstehen, wenn jetzt Meditierende zusammenkommen so und sitzen zusammen, meditieren, meditieren und praktizieren das TM-Siddhi-Programm, dann erreichen die 8000 Leute, 9000 Leute, dass dieser Phasenübergang stattfindet. Das heißt, Phasenübergang vom Negativen jetzt zum Positiven. Und man kann das messen, dass dann weniger Krankenhauseinweisungen sind, dass weniger Kriminaldelikte entstehen oder an der Börse, dass die Börse sich zum Positiven verändert. Und das haben wir oft gesehen, wenn also nicht dieser Phasenübergang erreicht war, weil nicht genügend Kursteilnehmer da waren, nichts passiert, blieb beim Alten. Und genau wenn es so etwa 8000 waren, da war der Phasenübergang und sofort hat sich die Börse verändert. Ja, an sich müsste man viel mehr erforschen da in diesem Bereich, weil das wirklich ein Mittel, ich sehe das so vom Bewusstsein, und wenn man sich mehr mit dem Bewusstsein beschäftigt, dann wird man auch damit einverstanden sein und auch das sehen, dass es richtig ist, dass wir Veränderungen in der Welt eigentlich nur durch Bewusstseinsveränderung erreichen können. Und nicht dadurch, dass jetzt die 29 Abgeordneten sozusagen von den einzelnen Ländern, von den NATO-Ländern zusammenkommen und sich die Köpfe heiß reden und diskutieren und das plätschert so an der Oberfläche. Aber Entscheidungen, wirklich Entscheidungen, können nur getroffen werden, wenn man in diesem Bewusstsein ist. So, jetzt werde ich noch mal ganz kurz, das war jetzt nur mal so ein kleiner Einblick, so ein kleiner Überblick, was wir alles machen können mit Hilfe der transzendentalen Meditation, um zu uns selbst zu kommen und wie dann, und darum geht es, dass wir sehen, nicht nur, dass wir da meditieren und transzendieren, nein, dass wir erkennen, boah, das hat so einen großen Einfluss auf unser geistiges Potenzial, auf unsere Gesundheit, auf unser soziales Verhalten, auf all diese Umweltfragen. Alles hängt vom Bewusstsein ab. Und wenn wir da ein bisschen für sorgen, jeder Einzelne bei sich, der macht ein Maximum für die Gesellschaft, für seine Familie,
für die Gesellschaft. Jetzt, ich habe da mal so einen Chart gemacht, so dieses hier. Jetzt erkläre ich nochmal, wie das funktioniert mit der transzendentalen Meditation. Ihr müsst euch so vorstellen, das ist jetzt nur so eine Grafik. Die Transzendenz, die ist ja überall. Dieses reine Bewusstsein ist überall. Das ist nicht so, man kann das gar nicht eigentlich so darstellen. Das ist jetzt nur für den Verstand, damit er wieder was hat, um so eine gewisse Erklärung zu haben oder ein bisschen zu verstehen, was wirklich passiert jetzt oder was passiert in der Meditation. Und deshalb habe ich das auch so ganz einfach nur gemacht hier. Das soll so unser Geist darstellen, nicht so ein Ausschnitt so von dieser transzendentalen, von der Schöpfung. Dieses hier, das ist von hier bis hier, ist alles Schöpfung, geht hier bis hier runter, hier, alles Schöpfung. Überall Formen, muss kleine Einschränkungen machen, das ist hier, wo der Gap steht. Mal gerade gucken, bis hier, bis zu diesem Punkt, das sind Formen. Alles Formen, nicht alles, was wir sehen können, was wir riechen können, was wir schmecken können. Und darunter, das ist immer, wenn ich so von der Transzendenz spreche, das ist hier unten, Transzendenz. Das ist also der Bereich, wo unser Verstand nicht hinkommt. Das ist jenseits von all den Formen. Dieses hier, das ist so ein Übergang. So ein Übergang von, aber auch schon formlos. Die Formen hören also auf. Sagen wir mal, fangen wir hier an, so die Formen, so. Nehmen wir mal einen Gedanke, nicht? Dies ist ein Gedanke hier, ein Gedanke. Dies ist unser Bewusstsein. Hier sind wir ganz bewusst, das habe ich geschrieben, sie sind uns etwa 5 bis 10% bewusst. Das so, wo wir denken, so nicht unser Bereich. Und das andere hier ist alles unbewusst. Das ist uns nicht bewusst. Und das ist uns unbewusst, weil wir Stress und Verspannung haben, Traumata haben, wo die Psychologen von sprechen, nicht? Das ist unbewusst. Das andere hier ist es uns bewusst, hier werden uns die Gedanken bewusst. Und hier sind die Gedanken, die wir im Unterbewusstsein haben oder Unbewusstsein haben. Die kriegen wir gar nicht mit, nicht? Wir wissen gar nicht, das ist uns nicht bewusst. Und wenn wir jetzt meditieren, passiert Folgendes. Sagen wir mal, das ist das Mantra, der rote Kreis hier, nicht? Das ist das Mantra hier. Und dann denken wir, da wird man ausgebildet, da macht man ja einen kleinen Kurs so. Und dann lernt man erstmal sein Mantra kennen. Das wird vermittelt vom TM-Lehrer. Und dann auch, wie man damit umzugehen hat, so gewisse Prozedere. Und dann setzt man sich hin und meditiert dann schon am ersten Tag so. Und dann merkt man, man kommt mehr in die Stille. Und das heißt, man kommt mehr in diesen Bereich, wo die Gedanken weniger werden. Also hier, so und immer je weiter man hier reinkommt, nicht deshalb dieser Pfeil auch hier umgekehrt, hier, die Stille, je weiter man so zu sich selbst kommt, in die Nähe vom Selbst, umso tiefer ist die Stille. Und das heißt, die Gedanken werden immer weniger, werden weniger. Nicht? Das ganze Gedankenkarussell, was wir vorher hatten, das wird weniger, wird weniger, wird weniger. Und dann hier, da habe ich Gap gesagt, von dieser Übergang, da hören die Gedanken alle auf. Da hört auch das Mantra auf, da gibt es das Mantra auch nicht mehr. Das ist so der Zustand, wo man gar nichts macht. Das ist Stille. Einfache Stille. Das ist Sein. Das ist der Bereich, wo die Naturgesetze sind, wo die reine Intelligenz ist und auch unser Bewusstsein, wo wir völlig bewusst sind, wenn ihr zum Beispiel hört, so jemand ist in Samadhi. Das heißt, er ist, die ganzen Formen, alle Gedanken sind weg. Und der ist einfach so in sich selbst ruhend, stille, aber bewusst. Das heißt, die Transzendenz ist sich seiner eigenen Existenz bewusst, ohne dass da irgendwas anderes ist. Später, wenn er stabilisiert ist, dieses transzendentale Bewusstsein,
dann ist das transzendentale Bewusstsein immer da. Dann sagen wir ja, du bist in der Präsenz, bist immer gegenwärtig. Und dann kannst du sprechen, dann kannst du aktiv sein, kannst du alles machen, bist im Traum oder im Schlafen. Immer bist du bewusst. Du bist die Transzendenz dann. Dann identifizierst du dich nicht mehr mit dem Körper, der Körper ist schon noch da, aber du bist frei vom Körper, bist frei von all diesen Objekten, bist nicht mehr gebunden, bist im Frieden, bist immer in Frieden mit dir selbst. Und das ist so der erste Schritt, den wir erreichen möchten, wenn wir jetzt regelmäßig morgens und abends meditieren. Anfangs werden wir merken, das ist eine tiefe Stille und all das, was ich sagte, so im geistigen Potenzial, so dann merken wir, boah, wir werden klarer, wir fühlen uns fitter, sind nicht mehr so müde, unser Verhalten verbessert sich. Das spüren wir schon, so wenn wir anfangen, wenn wir das erste Mal eintauchen, merken wir so eine gewisse Veränderung in uns. Und dann durch diese tiefe Stille, die da ist, werden jetzt auch Stress und Verspannung gelöst. Das heißt, alles, was wir so gestört haben, alles, was so im Unterbewusstsein ist, im Unbewussten ist, wird jetzt aufgearbeitet. Und dann nach einer Zeit spüren wir, das ist kein Unterbewusstsein mehr oder kein Unbewusstsein. Wir sind völlig bewusst. Wenn du hier zu Hause bist, hier in der Transzendenz, da bist du immer gegenwärtig, immer präsent und da gibt es keine Unbewusstheit mehr. Das heißt, alle Stresse, alle Verspannungen, alle Traumata, alle Ängste, wo wir alle mit zu tun haben, alle Ängste verschwinden. Ängste sind ja nur da, weil wir irgendwelche Erinnerungen haben, weil wir im Kopf sind. Normalerweise, wenn du hörst, wenn jemand sagt, es gibt keine Ängste, dann muss man das so verstehen. Dann ist man hier in diesem reinen Bewusstsein etabliert und da gibt es keine Ängste. Da gibt es keine Wut, kein Ärger. All das Negative ist dann weg, weil wir jetzt in diesem reinen Bewusstsein gegründet sind. Und wir sind frei, wir sind in Frieden, weil das Selbst ist der reine Friede und wir sind das Selbst. Und wenn Gefühle und all was irgendwas aufkommt oder was wir sehen, anfangs sind wir davon getrennt, so nicht, das ist das Selbst und das Nicht-Selbst, Subjekt und Objekt getrennt. Und das nennen wir kosmisches Bewusstsein. Kosmisches Bewusstsein heißt, da ist das transzendentale Bewusstsein zusammen mit dem Wachbewusstsein, zusammen mit dem Traumbewusstsein und zusammen mit dem Schlafbewusstsein. Aber dieses transzendentale Bewusstsein ist in sich immer wach, immer in Frieden. Deshalb alle Bewusstseinszustände, das Wachbewusstsein, Schlafbewusstsein, Traumbewusstsein, Wachbewusstsein, was wir haben, so wenn wir arbeiten, tätig sind, wird immer jetzt unterstützt von dem transzendentalen Bewusstsein. Und das heißt, unsere Gedanken sind klar, wir sind kreativ. Unsere Handlungen sind erfolgreicher, viel erfolgreicher als vorher. Und wir spüren, dass immer Unterstützung, nicht? Unterstützung, nicht? Von Freunden, im Arbeitsplatz. Weil, wenn wir in Frieden sind, dann strahlen wir Frieden aus und dann kommt Friede auf uns zurück. Ja, habt ihr Fragen? So, das war in Kürze so ein Überblick. Und ich denke, ich habe das auch beantwortet jetzt. Das Entscheidende ist so, und deshalb die ganzen Videos oder auch alle Gespräche, alles, egal was du machst, so welchen Weg du gehst, das Entscheidende ist für jeden von uns, für die Kinder, für die Eltern, für die Berufstätigen, für die Studentinnen, für die alten Leute. Für jeden ist es wichtig, zu sich selbst zu kommen. Die ganzen Zivilisationskrankheiten oder die Haltung, ach ja, du bist alt, nicht, und darfst ruhig so Demenz sein oder was auch immer, völlig falsches Denken.
Und diese Art von Denken, so von alt werden, gebrechlich werden, was so in den Köpfen ist von vielen, und auch diese ganzen Probleme, die wir haben im Leben, die wir auch so in der Politik haben, überall in allen Bereichen, das muss ein Ende haben. Und wir müssen, und da kann, das macht keinen Sinn, dass wir immer auf die anderen gucken und sagen, hier, die Politiker, das sind die Bösen, nicht? Oder die Pharmaindustrie, das sind die Bösen. Oder die Bauern, das sind die Bösen, nicht? Die uns mit schlechten Nahrungsmitteln beliefern. Nein. Wir hängen da alle mit dran. Mit unserem Verhalten, mit unserem Denken, mit unserem Fühlen. Und wenn wir beginnen, bewusster zu werden, bewusster, nicht? Das heißt, wir sind mehr in Kontakt mit uns selbst. Wir sind, wenn wir letztlich verbunden sind mit uns selbst, dann sind wir völlig bewusst, dann ist unser Denken völlig bewusst, unsere Handlungen völlig bewusst, sind völlig in der Präsenz. Die Vergangenheit hört auf zu existieren, die gibt es gar nicht mehr. Die ist da plötzlich weg. Keine Vergangenheit. Auch das ganze Denken über die Zukunft, was passiert morgen und so, wird das besser oder schlechter, das hört alles auf. Das heißt nicht, dass man nicht noch an der Vergangenheit denken muss. Und was das bedeutet, es hört auf. Das heißt einfach, wir sind nicht mehr involviert mit diesen Gedanken aus der Vergangenheit und über die Zukunft. Da können Gedanken aus der Vergangenheit kommen, aber wir sind frei davon. Wir machen nicht eine neue Geschichte daraus, jetzt aus der Vergangenheit, aus den vergangenen Gedanken. Wir können ruhig erzählen, wie unsere Jugend war oder was wir erlebt haben, so in der Schule und Studienzeit und so. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber entscheidend dabei davon ist jetzt, dass wir uns nicht mehr involvieren, dass wir frei bleiben. Und wir werden nicht frei durch irgendwelche Kurse, durch irgendwelche gedanklichen Akrobaten so, oder Handlungen oder irgendwelche Sachen, die im Kopf ablaufen. Nein, wir können, wenn wir eine Veränderung haben möchten in unserem Leben, wenn wir glücklicher werden wollen, wenn wir liebevoller werden wollen, nicht? Wenn wir in der Liebe gegründet sein möchten, das können wir nicht erreichen durch irgendwelche gedanklichen Klimmzüge oder durch Kurse und nicht, wo dann wieder was Neues gesagt wird, boah, du musst das so machen, so machen, so, so machen. Aus diesem Machen müssen wir ganz rauskommen. Aus diesem Denken müssen wir rauskommen. Das ganze Machen, so mach dies, mach das, mach das, mach das. Und dann geht es dir so gut oder da passiert das nicht und dein Leben wird sich verändern und so. Nein, das ist alles Unsinn. Das Einzige, was wirklich zählt, ist wirklich, und deshalb sagen wir auch Yoga. Yoga heißt Union, nicht Vereinigung mit sich selbst. Und das zählt für jeden Einzelnen, wenn er Veränderungen haben will, eine charakterliche Veränderung haben, gesundheitliche Veränderungen haben will, nicht besser sein möchte irgendwo, zu sich selbst gehen, nicht? Weil alles, was wir machen, wie wir denken, wie wir handeln, ist immer von unserer Bewusstheit abhängig. Und solange wir noch im Unbewussten sind, können wir nicht besser sein, nicht wie wir gerade sind. Keine Chance. Und da kann man noch so viel probieren, Klimmzüge machen, es besser zu machen, wird nichts bringen. Erst wenn wir transzendieren. Und es ist egal, wenn du jetzt so einen Kurs machst hier und da und du transzendierst diesen Kurs nicht. Wir müssen immer das transzendieren, was wir machen, um dahin zu kommen. Das ist genauso mit der Meditation, auch mit der transzendentalen Meditation. Die müssen wir transzendieren. Wir dürfen nicht so am Mantra hängen und sagen, boah, jetzt habe ich gut meditiert 20 Minuten, weil ich jetzt 20 Minuten so mich am Mantra festgehalten habe. Das ist genauso, wenn jemand jetzt so auf die Kerze guckt. So, ich gucke nur mal auf die Kerze, Kerze, Kerze nicht, konzentriert sich auf die Kerze. Gut, der Geist wird ein bisschen ruhiger, die Atemfrequenz geht ein bisschen runter. Aber wenn du nur beim Gucken bleibst, das ist Zeitverschwendung. Erst wenn du die Kerze transzendierst, das heißt, die Kerze verschwindet aus deinem Bewusstsein. Genauso mit dem Mantra, nicht? Das Mantra verschwindet aus deinem Bewusstsein. Und dann bist du in diesem Nichtstun und dann kann dieses große Transzendieren stattfinden, nicht dieses hier, wo denn gar nichts mehr ist, hier, dieses hier.
Das ist so die erste Transzendenz hier, so wo alle Formen aufhören. Aber ein bisschen höher. Hier, dieser Übergang Gap. Und dann hier, da ist gar nichts mehr. Da gibt es auch nicht mehr, kann man nicht mehr sagen, dass überhaupt was ist. Gar nichts. Die erste, wenn ich so sage, so transzendieren, wo die Form aufhört, da erfährt man immer noch so, hat man noch Erfahrungen von der Stille. Man erfährt die Stille, man erfährt die Dynamik in der Stille. Aber wenn man das große Transzendieren hat, da ist nichts mehr da, nicht gar nichts. Aber was doch ist, das ist kein Zeit, kein Raum, aber Bewusstheit ist da, nicht? Und diese Bewusstheit, das bist du. Da gibt es dich nur alleine, bist ganz alleine, aber ohne Erfahrung. Dein Verstand, deine Sinne, alles ist weg, so nicht? Alles ist weg. Und das ist der Hit. Das ist die Neugeburt. Und das kannst du jeden Tag haben. Und das passiert, sobald du anfängst zu transzendieren, nicht? Die Formen alle transzendieren. Und deshalb kann ich jedem nur empfehlen, immer etwas zu machen, was zur Transzendenz führt. Ihr könnt gerne dagegen halten und sagen, nein, ich habe da andere Erfahrungen. Und du wirst sehen, wenn wir uns so unterhalten, dann bringe ich dich immer zu dem Punkt, entweder du transzendierst da bei dem, was du machst, oder du wirst erkennen, das ist Zeitverschwendung, was du machst. Und da bin ich ganz eisern, sage ich euch gleich. Also bisher konnte mich noch keiner davon überzeugen. In all diesen vielen Diskussionen, die ich auch mit anderen Lehrern hatte, konnte mich noch keiner davon überzeugen, dass eine Methode einen Wert hat überhaupt, wenn sie nicht zur Transzendenz führt. Ist für mich wertlos. Also Yoga, auch wenn man diese körperlichen Übungen macht, körperlichen Übungen so nicht so Yoga, Yoga, Asanas, Pranayama, Atemübungen, Bhakti-Yoga, nicht Bhakti-Yoga, viele gehen den Weg vom Bhakti-Yoga. Aber wenn du nur immer in dem Gebet bleibst, so, lieber Gott und so nicht, oder eine Gottheit anbetest, Krishna und so, wenn du immer nur bei der Gottheit bleibst und nicht transzendierst, würde ich sagen, ist Zeitverschwendung. Aber wenn du jetzt das machst und da drin aufgehst und dein Herz erblüht so und ich geht auf und du plötzlich ist dein Herz weg und du bist weg und das Gebet ist weg und alles, was du getan hast, ist weg, wo nur noch das eine da ist, nur das eine Bewusstsein, nicht? Ohne ein zweites, perfekt. Und das bist du. Wenn du dich so erfährst, wo nur noch dieses reine Bewusstsein, wo du erfährst dich als dieses reine Bewusstsein. Darum geht es. So, das zum Abschluss nochmal. Aber es muss jeder selbst sehen. Das ist jetzt so keine Predigt jetzt sein in dem Sinne. Jeder kann nur seinen Weg gehen. Und das ist auch perfekt. Nicht jeder, so wie er geht, ist alles perfekt. Und irgendwann kommen wir alle dahin, dass wir transzendieren. Nicht? Ist nur die Frage der Zeit. Wenn man es sehr eilig hat, wenn man sehr schnell aus all diesen Turbulenzen, will ich mal sagen, im Leben so, wie jeder Einzelne hat, so in der Ehe, in der Beziehung mit Kindern oder ohne Kindern oder im Berufsleben, nicht Turbulenzen, nicht oder Kinder in der Schule, so Studenten an der Uni, überall Turbulenzen, immer Wirrwarr und das ganze Wirrwarr, das ganze Chaos ist in unseren Gedanken. Und wir kommen nur aus dem ganzen Chaos raus, indem wir transzendieren, nicht? Indem wir. Und für mich war es jetzt diese transzendentale Meditation, die ich jetzt seit 1972 praktiziere. Und das ist alles eingetreten bei mir in meiner Erfahrung. Deshalb kann ich auch die Videos machen und kann auch über alle Bewusstseinszustände sprechen, weil es passiert ist. So nicht. Maharishi, mein Meister, der hat alles gesagt, so machst du das, dann kommt das nicht. Und hat von höheren Bewusstseinszuständen gesprochen, hat aber auch letztendlich gesagt, vom Vedanta, nicht, von diesem Einheitsbewusstsein. Alles passiert, nicht alles passiert, nicht alles kommt. Und wenn man muss nur am Ball bleiben, nicht erwarten, dass man etwas macht so und so morgen habe ich so, nicht einen Schalter umstellen und sagen so, jetzt bin ich erleuchtet. Das wird nicht funktionieren. Bei manchen schon, aber die haben dann ganz viel
Vorarbeit geleistet, wie der Krishnamurti, nicht? Der kam zur Welt, hat ein bisschen was gemacht, so, zack, war der erleuchtet. Andere lesen ein Buch, zack, sind sie erleuchtet. Aber wir leben nicht das erste Mal. Nicht? Die haben dann in früheren Leben schon ganz viel Tapas gemacht, so darauf hingearbeitet, dass sie diese Erleuchtung bekommen. Und das ist ja toll. Kann man nur gratulieren. Aber das spielt keine Rolle, was andere erfahren, ob der eine schon erleuchtet ist oder erleuchtet wird morgen oder übermorgen. Es geht immer, immer bei allen Betrachtungen immer um uns selbst. Und jeder kann nur da anfangen, in seiner Erfahrung, auf seinem Weg, wo er gerade ist. Es macht keinen Sinn, einen Meister nachzuahmen und sagen, boah, der ist so toll und so und der ist so erleuchtet und dann liest man ein paar Bücher von ihm und dann identifiziert man sich damit und sagt, boah, ich bin jetzt auch erleuchtet so und ich bin jetzt so ganz im Sein gegründet und so. Da sage ich immer, bist du wach? Gibt es für dich noch Schlaf? Wenn du auch nur 2 Minuten schläfst, deine Bewusstheit verlierst, bist du nicht voll erwacht. Und das kann jeder bei sich selbst gucken. Nicht? Wenn du wirklich erwacht bist, da gibt es für dich keinen Schlaf mehr. Weil du bist das Selbst dann. Wenn du, bist du nicht erwacht, dann bist du der Körper, dann bist du deine Gefühle, dann bist du deine Gedanken, dann bist du die Objekte, mit denen du dich identifizierst. Bist du wirklich erwacht, in dir selbst erwacht, dann bist du das Selbst. Und das Selbst schläft nie. Das Selbst schläft nicht. Ist immer. Und das ist eine Erfahrung, das kann man nicht gut reden oder schlecht reden oder so, weil das Selbst ist jenseits von allen Erfahrungen. Und wenn ich sage, die Transzendenz kann man erfahren, das heißt nur, die Transzendenz erfährt sich selbst. Das ist nicht jetzt der Verstand, der die Transzendenz erfährt. Das bedeutet nur, dein Geist. Hast du immer morgens und abends schön transzendentale Meditation praktiziert oder du transzendierst, nicht transzendiert, dann weitest du deinen Geist aus und dann wird dein Geist frei von Stress und Verspannung, erfährt diese Unbegrenztheit und wird eins oder ist eins mit diesem transzendentalen Bewusstsein. Und dann erfährst du, das ist so, du bist die Transzendenz dann. Und die Transzendenz erfährt sich selbst. Und deshalb kann man davon sprechen, dass du erfährst, boah, dass diese Stille, die überträgst du auch auf deinen Körper, und dass diese Dynamik in der Stille. Und wenn du da noch drüber hinausgehst, dann ist nichts, nicht, was ich sagte. Da ist nichts, nicht. Und das ist, ja. Und wenn wir das alles schön praktizieren jetzt und realisieren, dann haben wir bald eine bessere Welt. Dann haben wir selbst ein besseres Leben. Und ein glückliches Leben, ein Leben in Liebe, Friede, alles das, was wir gerne wollen, nicht jeder. Mit Ego oder ohne Ego, nicht jeder möchte das, nicht? Das ist unser Geburtsrecht. Unser Geburtsrecht ist, im Frieden zu sein. Unser Geburtsrecht ist, glücklich zu sein. Unser Geburtsrecht ist, wieder nach Hause zu kommen. Und dass unser Zuhause ist unser Selbst. Das reine Bewusstsein. Bedanke mich. Ich sehe Fragen, sehe ich jetzt keine. Erika, ich freue mich, dass du bist auch wieder da. Schön. Marion, Brigitte, sehr schön. Alle sehen Sie zu. Also wenn ihr könnt gerne immer, Bernd, ihr könnt immer gerne eure Fragen dann auch stellen. Jessica ist auch oft da, freue mich auch, sehr schön. Eva. Auch Dinesh ist auch da, freue mich. Ein guter Freund, Dinesh. Habe ich ja gestern schon gesagt auf meinem Video. Ja, toll, Dinesh. Also scheinbar sprichst du ganz gut Deutsch jetzt. Schön. Ja, stellt eure Fragen. Wenn ihr Zweifel habt, nicht? Peter, wenn ihr Zweifel habt oder irgendwas euch unklar ist, drückt es einfach aus, sagt es so. Mach ein neues Video. Und Bernd ist auch da. Bernd hat auch die transzendentale Meditation gelernt. Ja, drückt es aus, weil das hilft nicht. Manchmal, wenn man, manche höre ich manchmal nicht, dass sie
auch weil man ihre Probleme haben mit der Meditation. Und das ist oftmals damit verbunden, weil dann so alte Sachen hochkommen, Stress und Verspannung werden gelöst. Und es geht ja darum, dass wir die auflösen. Und das ist manchmal ein Gespräch notwendig, so ein Checking auch, man kann sagen Checking, so Überprüfung. Und dass man wieder so erkennt, der Weg für die Glückseligkeit ist nur dadurch zu erreichen, oder das Ziel der Glückseligkeit ist nur dadurch zu erreichen, dass man den Weg nach innen geht, zu sich selbst. Jai Gurudev.